Ganz herzlich begrüße ich Sie auf unserem Musterhof für biologische Vielfalt. Dieser Landwirtschaftsbetrieb ist seit 1956 in unserem Familienbesitz. Mein Vater hat bereits damals diesen Hof auf Biolandwirtschaft umgestellt. Inzwischen lebt bereits die vierte Generation hier und auch ich bin auf diesem Hof groß geworden. Wir erproben auf dem Musterhof, wie mit ganz einfachen Methoden die Artenvielfalt in der Landwirtschaft geschützt und erhöht werden kann. Der Ernstberger Hof dient seit vielen Jahren als Musterbetrieb für biologische Vielfalt und ist mittlerweile ein reiner Grünlandbetrieb, auf dem seltene Nutztiere wie Original-Braunvieh oder Appenzeller Spitzhauben gehalten werden. Die HIP-Erzeuger halten sich an die strengen unternehmenseigenen Erzeugerrichtlinien, in denen beispielsweise auch dazu aufgerufen wird, biodiversitätsfördernde Maßnahmen auf dem Erzeugerbetrieb umzusetzen. HIP unterstützt dabei häufig auch finanziell und steht den Landwirten beratend zur Seite. Der Bio-Ei-Lieferant hat unterstützt von HIP auf seinem Gelände mehrere hundert Bäume als Streuobstwiese angelegt. Im Schutz der Bäume fühlen sich die Hühner besonders wohl. Und diese wertvolle Kulturlandschaft bleibt auch für nachfolgende Generationen erhalten. Vor den Corona-bedingten Beschränkungen fanden regelmäßig Führungen und gemeinsam organisierte Aktionen, beispielsweise mit dem Landesbund für Vogelschutz, auf dem Ernstberger Hof statt, damit die Informationen auch allen Interessierten zur Verfügung stehen, die nicht die Möglichkeit haben, den Hof zu besuchen, gibt es einen virtuellen Rundgang. Außerdem versucht HIP aktuell über Instagram Stories den Besuch auf dem Hof zumindest online möglich zu machen. Regelmäßig kommen auch konventionell wirtschaftende Landwirte auf den Ernstberger Hof und informieren sich über die dort umgesetzten Maßnahmen. Das HIP-Insektenzählungsprojekt hat einen der Projektpartner aus der unmittelbaren Umgebung des Hofs motiviert, von konventionellem auf ökologischen Landbau umzusteigen.